Hallo, hier Marc von Bommel, Trainer VfL Wolfsburg. Ich bin mal gespannt, ob ich einige meiner Ex-Kollegen erkenne. Wilfried Baumer. Arjen Robben. Arjen ist ein Spieler, wo ich gespielt habe in Eindhoven, Eindhoven bei München und die Nationalmannschaft. Arjen will immer gewinnen, genauso wie ich. Deswegen haben wir auch immer Ärger gehabt, außerhalb des Platzes mit Kartenspielen. Sehr schöne Zeit mit ihm gehabt. Die Familie von uns waren auch zusammen in München mit unseren Kindern. Arjen ist ein hervorragender Spieler, der fast immer die gleiche Bewegung hat und fast immer seinen Gegner überspielt hat. Viele Tore geschossen, ein sehr wichtiges Tor geschossen auf Wembley, wo Bayern die Champions League gewonnen hat. Und wir haben immer noch Kontakt, also von daher ist es, ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit ihm. Giovanni van Bronckhorst. Ronaldinho. Ja, Ronaldinho war top. Er war einer der besten Spieler, wo ich mitgespielt habe. Der immer auch nach dem Training noch mit dem Ball gespielt hat. Und da kam der Ball 2, 3, 4 Minuten gar nicht am Boden. Hat ihn jongliert im Nacken, hat ihn geküsst auf den Kopf. Er hat so viel Qualität und hat alleine hat er die Spiele gewonnen und hat eine hervorragende große Karriere hinter sich. Witzig Spiele mit ihm, Clarence Seedorf. Aber ich habe nur 50 gespielt in Mailand. Thiago Silva. Weil wir haben zwei Innenverteidiger gespielt, Thiago Silva und Alessandro Nesta. Ich habe davor gespielt. Also für mich war es ganz einfach. Ich könnte alle Spieler, die nach vorne gerannt sind vom Gegner, habe ich laufen gelassen, weil Thiago und Alessandro haben das alle gelöst. Ein sehr guter Typ in die Kabine. Wir schreiben manchmal noch miteinander. Und es freut mich, dass er immer noch spielt auf so einem Niveau. Ist halt ein Top-Top-Spieler, vielleicht einer der besten Verteidiger, ohne dass er auffällt, aber einer der besten Verteidiger der Welt. Bastian Schweinsteiger. Basti kam eigentlich als junger Spieler, wie ich bei Bayern gespielt habe. Hat er rechts außen gespielt, nach einer Saison hat er in die Mitte gespielt, haben zusammen sehr viele Spiele gemacht, genau mehr als 150. Mit Basti hatte ich ein Verhältnis, dass wenn er nach links guckt, dann weiß ich ganz genau, was passiert. Und wenn ich nach rechts gucke, dann weiß Basti ganz genau, was passiert. Es waren sehr große und sehr gute Spiele, wo ich mitgespielt habe. Und Basti ist einer der besten Mittelfeldspieler, wo ich mitgespielt habe.